zusammen, herzlich willkommen. Ich stehe heute in meinem Unterrichtsraum und ich spiele heute Lehrer. Ein paar von euch hatten mich ja gebeten, ob ich das Alphabet auf Deutsch vorstellen kann, und das mache ich heute extra nur für euch. Wie gesagt, ich bin ja kein Lehrer, das sind auch meine Schulkameraden. Wenn ihr wollt, könnt ihr kurz Hallo sagen. Es gibt 22 Buchstaben, alle davon sind Konsonanten. Manche werden als אבל אנחנו צריכים לסדר כאן בשביל להכין כיתה. מה? Die Hebräische wird von rechts nach links geschrieben. Es gibt 22 Buchstaben und alles sind Konsonanten. Es gibt keine Vokale. Ein paar Buchstaben davon werden als Vokale genutzt. Ich habe mich hier ein bisschen verausgabt am Wochenende und habe ein bisschen gebastelt. Und ja, ich hoffe, es kommt gut rüber und ich bringe es gut rüber. Okay, wir fangen an. Das ist? Aleph. Aleph wie Arnak. Arnak heißt Geldbeutel. Was ich vergessen hatte zu sagen, wie ihr wisst, ob es ein A, E, I, O, U ist, im Hebräischen gibt es, wenn man anfängt zu lernen, Punktierungen, die in allen Kinderbüchern sind oder in allen Schulbüchern, fängt man mit Punktierungen an. Deswegen weiß man, ob es ein A, E, I, O, U ist. Bet. Bet wie Beza. Beza, ein Moment, ist, das Ei ist gebrochen, ist Beza, Ei. Ah. Das ist? Gimmel. Gimmel wie Gesse. Gesse ist Karotte. Das ist? Dalet. Dalet wie Delet, wie Tür. Der nächste Buchstabe ist? Hey. Wie He. He ist Sie. Der nächste Buchstabe ist? Wav. Wie Vilon. Der nächste Buchstabe ist? Sein. Das kann ich euch leider nicht nachzeigen, weil es ist tatsächlich der Schwanz, aber vergesst das Wort wieder ganz schnell. Der nächste Buchstabe ist? Chet. Chet wie Chalon. Der nächste Buchstabe ist? Tet. Tet wie Telefon. Der nächste Buchstabe ist? Jud. Jud wie Jalkut. Jalkut ist Schultasche. Der nächste Buchstabe ist? Kaf. Kaf wie Kise. Kise ist der Stuhl. Lamed. Lamed wie Lev. Lev ist das Herz. Der nächste Buchstabe ist? Mem. Mem wie Mafteach. Mafteach ist der Schlüssel. Jetzt kommt? Nun. Nun wie Nahalein. Nahalein sind meine Schuhe. Wie könnt ihr sehen? Der nächste Buchstabe ist? Samech. Samech wie Sefer. Sefer. Buch. Danach kommt? Ein. Ein wie das Auge. Auge. Dann kommt? Hey. Hey wie Perach. Perach ist eine Blume. Dann kommt? Sadik. Sadik wie Zeif. Zeif. Braucht man gerade momentan hier in Tel Aviv, ist wie ein Schal, weil es sehr kalt ist. Der nächste Buchstabe ist? Kuf. Wie Kalmar. Kalmar ist ein Schulmäppchen. Das ist ein bisschen eine größere Version, aber es ist okay. Kommt? Resch. Wie Rosch, das ist der Kopf.
Der nächste Buchstabe ist Shin. Wie Shulchan. Shulchan ist Tisch. Und der letzte Buchstabe ist Taf. Taf wie Talmidim. Schüler. Das sind meine Schüler. Vielen Dank nochmals. Falls ihr Fragen habt, könnt ihr gerne einen Kommentar hinschreiben. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Bye bye.